werden. Colonel, ich will eines klarstellen. Kehren Sie nicht auf die Victory zurück, bevor Sie die Operation nicht erfolgreich abgeschlossen haben. Haben Sie nicht mehr Informationen? Ein alter Freund von Ihnen macht jetzt weiter. Da bin ich schon wieder. Ich weiß, Captain Eisen hat dich gründlich instruiert, aber du kriegst noch ein paar Informationen von meiner Wenigkeit. Von der anderen Seite des Jump Points. Auch wenn ich nicht wie früher in deinem Geschwader mitfliege, bin ich trotzdem bei dir. Darauf kannst du dich verlassen. Colonel, viel Glück. Vielen Dank, Sir. Tja, das sind also unsere... Flint, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Vagabond, ich will, dass Sie neben mir fliegen. Maniac. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Sofort an meiner Flanke formieren. Verstanden, ja. Ich gehe Ruffy weniger. Lösen und angreifen. Ich greife jetzt ein. Ich gehe Ruffy weniger. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Weniger. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Na, dann lassen wir es mal krachen. Sagen Sie nur wann, Sir. Lösen und angreifen. Ich lasse jetzt ein. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Von mir können Sie noch was lernen, Karte. Geschossen, Sir. Ich habe das nicht hier erwischt.
Wir haben Gesellschaft. Na, dann lassen wir es mal krachen. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Gib mir Landeerlaubnis. Sie haben Landeerlaubnis, Excalibur. Wenn du dies siehst, dann ist noch nichts verloren, mein Junge. Also lass uns keine Zeit verschwenden. Meine Männer haben ganz in der Nähe von Kilra ein geheimes Dorf aufgebaut. Ich hoffe, dass es unsere Feinde noch nicht gefunden haben, weil dort schon alles vorbereitet ist, um die T-Bombe scharf zu machen. Wir werden uns zweifellos bald wiedersehen. Gesellschaft. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Haben Sie geschossen, Sir. Ich habe es mit mir erwischt.
haben Gesellschaft. Na, dann lassen wir es mal krachen. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Hier können Sie noch was lernen, Karre. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Ich habe das Mistvieh erwischt. Hat gerade geschossen, Sir. Ich hab das Mistvieh erwischt. Gesellschaft. Na, dann lassen wir es mal krachen. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Von mir können Sie noch was lernen, Karne. Noch mehr Kastenstreu. Heute bin ich gut drauf. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Greifen Sie mein Ziel an. Alles klar. Sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Ziele erreicht. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben.
Gib mir Landeerlaubnis. Sie haben Landeerlaubnis, Excalibur. Ich wusste es doch, dass wir uns schon bald wiedersehen. Du hast jetzt die T-Bombe. Hör gut zu, mein Junge. Ich hoffe, dass du das Ei ganz sachte ins Ziel fliegen wirst. Wenn du dieses Band siehst, werden dir gerade die Koordinaten übermittelt. Es liegt jetzt alles in deiner Hand, Junge. Schick die Kerathi zur Hölle! Geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Karre. Raphael. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Heute bin ich gut drauf. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Karre. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Aus? Na, nur Routineschäden. Jetzt
geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Wie sieht's aus? Ach so, Routine-Schild. Raphael. Wie sieht's aus? Ach so, Routine-Schild. Lösen und angreifen! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Ah!
Nachkommen von Abgeordneten.
Das Herz des Tigers. Tief im Innern habe ich nur einen Wunsch, dich zu töten. Dann tu es doch, aber das bringt dir deine Welt nicht mehr zurück.
Wir sind jetzt ein Volk ohne Vaterland. So etwas ist unvorstellbar. Mein Volk geht als Verlierer aus diesem Krieg hervor. Es wäre sehr unehrenhaft für mich, den Krieger zu töten, dem es gelungen ist, das Ende der Kilrathi herbeizuführen. Vor meinem Volk liegt ein neues Jahrtausend. Wir sind viel zu korrupt geworden. Und wir waren Sklaven unserer Blutrünstigkeit. Dafür haben wir einen furchtbaren Preis bezahlen müssen. Uns bleibt nur eins, wir kapitulieren vor dir. Du Herz des Tigers. Dies ist eine Handlung, die in unserer Geschichte ohne Beispiel ist. Aber es ist an der Zeit, dass die Kilrathi ihre Verhaltensweise ändern. Denn unser Volk darf auf keinen Fall aussterben. Das wäre fürchterlich.
Isn't that the guy from Star Wars?